Herzlich willkommen zurück, liebes Universal Let's Play Yoshi's Island mit dem bösen Chaos Joker und legen wir los. Xilibus Festung. Yay, eine Festung. Ich habe ja gesagt, ich mache also die Festungen grundsätzlich extra, weil weil ich es kann. Und egal, ihr werdet jetzt sehen. Ich will hoffen, dass ich das jetzt hier vernünftig auf die Reihe bringe. Erstmal hier die IMS leer machen. Zwar auch nur für Münzen, aber ich finde, die Idee ist ganz gut gewesen zu der Zeit. Dass ihr solche Objekte habt. So, jetzt kommt so ein leichter 3D-Effekt. Bam. So sieht das nämlich aus. Aber ja, diese Türen sind leicht voneinander zu erkennen. Die mit zwei dünnen Streifen, die fallen nicht runter. Aber hier mit den drei dünnen Streifen, die fallen runter. Ziemlich simpel eigentlich. Ja, ich weiß, da oben gibt es den Shortcut mit den Münzen, aber der interessiert mich erstmal voll wenig. Machst einen Abgang. In den Viechern könnt ihr euch nämlich Sterne farmen, wie blöd. Das finde ich immer sehr gut. Runner und Blume und weiter. Noch zwei von den Vögeln hier. Das war knapp. Geh weg. Lass mich. Was ein Arschloch, ey. So, wollen wir hier mal unsere Eierbox bedienen? Ich sagte, wir wollen unsere Eierbox bedienen. Danke. Blöpp, Nachschub geholt. Wunderbar, weiter geht's. Okay. Now you're dealing with lava. Ich will hoffen, dass ich nicht so doof bin und direkt reinfalle, weil Lava wäre halt logischerweise irgendwo Instant Death. Blopp, wunderbar. So sollte das laufen. Und ich liebe diese Castle-Theme. Ah, ungelogen, ey, das ist... Gehört mit zu meinen Lieblings... Ja, 8- und 16-Bit-Soundtracks definitiv. Jetzt ist natürlich das Ei weggeglitscht, dumm. Oh ja, hier die Stelle. Da war ja noch was. Ich mag ja diese Dinger hier nicht. Diese komischen Wippen da. So, das ging auch schon mal ganz gut. Und hier ein Karussell. Oh, langsam. Sehr schön. Das waren alle roten Münzen. 1A. Na komm, wir machen den faulen Weg. Das geht wesentlich schneller. Und da sehen wir schon einen der berühmtesten Gegner aus Yoshi's Island. Dieses, was immer es darstellen soll. Soll ich hier nicht so lange rumfacken? Rein. So. Na komm. So, die Xilibus lassen wir mal Xilibus sein. Ich möchte hier rein. Denn hier gibt es ja noch was zu holen. 1, 2, 3, 4. Blümchen. Gut. Ja, dafür sollte man natürlich genug Eier haben, ne? Du gehst mir nicht auf den Sack. So, wollen wir uns mal fix noch mal eine Ladung holen. Yeah, like that. Und drin. Xilibo, der erste Boss. Naja, Miniboss. Oder sowas ähnliches. Hey Yoshi, willst du dem Baby wirklich helfen? Dann zieh diesem Gegner erst die Hose aus. Hoho, welch perverse Anspielung. Aber jetzt kommt hier der Kamek Magic Dust. Und schon haben wir einen wesentlich größeren Xilibo. Mit Hose. Keine Ahnung, aber die Hose erinnert mich von der Form her irgendwie an Obelix. Ich weiß ja auch nicht. Eigentlich ziemlich simpel. Müsst ihr nur immer im richtigen Moment erwischen
und zusehen natürlich, dass solche Eier nicht aussehen. Die Musik ist eigentlich viel zu harmlos dafür, dass es Bosskampf ist. Fuck off. Na, das hat's ja gleich überstanden. Ja, wie ihr schon unschwer erkennen könnt, er springt mit jedem Mal etwas höher, aber... Naja. Yay. Awesome. 100 Punkte für diesen Level. Das ist schön. Okay, next up, das erste Auto-Scrolling-Level. Aber das mache ich ja in der nächsten Folge, weil ich hatte ja gesagt, ich mache Schlösser separat. Und ja, wir sehen uns dann da. Bis dann.